Hey guys, hello Facebook. Hallo Freunde, hallo was auch immer. Business Partner, what the fuck. Ich möchte dir eine mir zu herzensnahe Story erzählen, die mich soeben erreicht hat. Ja. Und ich möchte damit auch ausdrücken, was mein Ziel ist und was einfach so unglaublich menschlich ist, dass man die. Ja, man sollte sich das einfach überlegen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir schreiben den Oktober 2016, als man mich mal kontaktierte, in einem sehr depressiven Zustand, einem sehr depressiven Zustand, also der Mensch, nicht ich. Die Story war wie folgt, ja. Man hatte irgendwie 900, die Zahlen wurden mir zugetragen und das rührt mich wirklich zu Tränen, dies zu hören, ja. 900 € Einkommen, 450 € Ausgaben, 8 bis 9 Stunden pro Tag gearbeitet. 350 € bleiben übrig, abzüglich irgendwas, am Ende des Monats 100 bis 150 €, die übrig blieben. Für was auch immer, für einen Menschen mit einer Frau und 2 Kinder. Und das war im Oktober und der Mensch hat sich damals überlegt, einen nächsten Job anzunehmen an einem Samstag für ein paar Euro mehr. Man kann sich vorstellen, dass das die Kon nicht Konstellation, aber das Familienzeugs oder was auch immer, das Leben ist nicht cool. No time, no cash, nothing at all. Ja. Und ich habe letzten Oktober was gestartet und habe mir da nicht lange Gedanken darüber gemacht, über diesen Menschen. Eigentlich habe ich ihn schon vergessen. Aber Fakt ist, der Mensch, irgendwas scheint passiert zu sein im Dezember oder am Silvester. Und er hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen mit einem Investitionskapital von damals 60 €. Und jetzt muss man sich einfach mal das überlegen, wenn man Ende Monat 100 bis 150 € hat, nehmen wir die goldene Mitte, sind 120 €, und man entschließt sich, die Hälfte seines kompletten Vermögens. Seines kompletten Vermögens in etwas zu investieren. Da muss man sich schon sicher sein, dass man es kann. Das heißt, man braucht Selbstbewusstsein. Und der hat das offensichtlich getan. Ja, der hat das offensichtlich getan. 47 Tage später, also heute, also vor genau ungefähr 20 Minuten, erreichte mich eine Nachricht, in dem mir dieser Mensch gesagt hatte, dass sich das Leben von ihm und seiner Familie verändert habe. Er hat genau dasselbe gemacht wie dem Menschen, von dem ich mal geschrieben habe, diesen jungen Burschen, der einfach jeden Tag irgendwas verschachert hat für 40 € all day, every day. Der Mensch, um den es hier geht, hat sich das zu Herzen genommen und hat diese 60 € die er investiert hat, ja, mit anderen Menschen geteilt, die offensichtlich dasselbe Leid haben wie er. Und ja, man kann hier von Leid reden, denn no time, no cash, no family, no time, no, es macht keinen Spaß, ist mir unerklärlich. Aber jetzt kommt der Big Deal. Ja. Fakt ist, dieser Mensch verdient nun dank den Informationen, die ich ihm offensichtlich gegeben habe, 440 € monatlich zusätzlich. Also wir reden hier von, ich habe sie aufgeschrieben, ich habe sie aufgeschrieben, weil wir vorher eben das ge gehört haben, ja. Ich habe mir das hier notiert. 440 € zusätzlich. Und ich habe noch nie, doch, ich habe schon, aber schon selten nicht mehr einen so glücklichen Menschen gehört. Und der Mensch hat geheult. Und warum? Weil dieser 440 € Ende Januar, also jetzt, dazu geführt haben, dass diese Familie essen gehen kann. Ja, und das ist ein so schöner Moment. Also man muss sich das mal vorstellen, da geht eine Familie essen und hat den schönsten Abend ihres Lebens, weil das sonst nicht möglich gewesen wäre, weil es nicht in einem Budget liegt. Essen gehen. Ja. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht so teuer, essen zu gehen, aber für 4 Personen war das so unerreichbar. Und was möchte ich damit sagen? Das sind Menschen, denen ich helfen möchte. Ich kann dir sagen, wie du Millionär wirst, aber Fakt ist, das wollen die wenigsten, auch wenn sie es sagen. 440 € zusätzlich im Monat und diese Familie ist todglücklich. Ja. Haben mir gesagt, hey, damit
Damit könne er vielleicht in einem Monat oder in 2 Monaten seinen Job auf 6 Stunden reduzieren. Wenn er nochmal zwei, drei von diesen Dingen irgendwie verkaufen kann, was ihm Spaß macht, hat er bereits 500 Euro und hat mehr Zeit für seine Familie. Und im Endeffekt geht es immer um Zeit. Es geht immer um Zeit. Aber solche kleinen Dinge, man muss sich mal vorstellen, wenn sich ein Mensch bedankt, weil er essen gehen kann mit der Familie, das müsste doch normal sein. Das müsste einfach Fakt noch eins normal sein. Das sind die Menschen, denen ich helfen möchte. Und das berührt mich zutiefst in meinem Herzen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin sehr emotional, wenn es um sowas geht. Und ich möchte diese Geschichte einfach teilen, weil das sind die Menschen, denen ich helfen will. Das sind Menschen und sie haben es einfach verdient. Ja. Sie haben es, wie wir alle verdient, jeden Tag glücklich zu sein. Und dazu braucht es keine Million. Ja. Und du kannst fragen, wen du willst. Wenn jemand 10 Stunden arbeitet und 1500 Euro verdient, der will nicht 10 Stunden arbeiten und 5000 Euro verdienen. Er wäre zufrieden, wenn er nur 3 Stunden arbeitet und immer noch 1500 Euro verdient. Und diese Geschichte hat mich jetzt doch echt mitgenommen, weil das sind Dinge, die passieren irgendwie an mir vorbei und ich werde mit solchen True Stories konfrontiert, mit einem Dankeschön. Das waren Freudetränen, die mir dieser Mensch entgegengebracht hat. Ich habe die Relation und den Wert von Geld nie verloren, weil ich weiß, wo ich herkomme. Aber es geht hier um 440 Euro. Und um ein Essen mit der Familie, wo Kinder Spaß haben. Vielleicht noch ins Kino gehen oder so. Ja, und das stimmt mich schon teilweise sehr nachdenklich und holt mich definitiv auf den Boden der Tatsachen zurück. Auch wenn ich versuche, bodenständig zu bleiben. Aber hey, go for time, go for time. Und ja, ein Nachtessen oder ein Essen mit der Familie. Und du machst Menschen so glücklich. Das ist schon echt geil, ja. Das braucht nicht viel. Go for it. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Geschichte und ja, vielen Dank, dass du in meinem Leben bist. Ich möchte mehr von diesen Stories hören. Ich möchte mehr von diesen Dingen tun. Aber du brauchst Selbstvertrauen und du musst es einfach tun. It's not a big deal. Ja. Vielen Dank für alles und bis später, ja. Tschüss.